Bringt es überhaupt noch was? Mal ohne Witz, bringt es noch was? Jetzt ganz ehrlich, noch mal einen Bruder eins durch die Gegend zu rennen, nur um diese beiden Dinger zu fangen. Ach komm, Leute, ganz ehrlich, wir rüsten uns jetzt komplett aus und dann machen wir die nächste Hauptmission. Ich hab da. Also Leute, ganz ehrlich, wir haben jetzt nur Bruder 1, Bruder 2, waren da jetzt überall. Hallöchen. Und wir haben sehr viele. Ich weiß nicht, ob das letzte Mission ist, ich gehe davon aus. Wir haben sehr, sehr viel Nebenkram hier, da gemacht. Und wir haben drei Leben, gut. Und wir haben uns auch sehr, sehr stark viel, sehr, sehr schon bemüht, alles zu machen. Aber. Ich bin neu beim Widerstand. Genau wie ihr. Okay. Sie nahmen mich nach Vaters. Schön, das freut mich. Die Quests, die bringen einfach nicht. Wir haben Level 36. Was soll ich denn jetzt noch mehr leveln? Wir werden hier nicht mehr mit Stories belohnt. Es ist ja nur noch, du rennst irgendwo hin, drückst ein paar Knöpfe und gut ist. So. Deswegen gehen wir zu Level X. Das wollte ich die ganze Zeit. So, das hat jetzt auch krass. Komm. Komm, Leute. Ich habe einen Großteil an Nebenmissionen gemacht. Und ich hab da jetzt, nee, ich hab da jetzt irgendwie keinen. Wie geht es dir, Abby? Mit den Schmerzmitteln geht's. Danke, dass du uns vorhin mit dem Blut und den Arsch gerettet hast. Ja, ohne dich wäre unser Plan nicht aufgegangen. Hey, gern geschehen. So, Leute, jetzt geht's hier zum Sieger, jetzt geht's zum Siegturm. Und ganz ehrlich, komm, lass das machen, da bin ich jetzt mal früh. Habe ich schon die ganze Zeit Bock drauf und deswegen machen wir das jetzt auch, Menschenskinder. Es ist einfach. Seid mir nicht böse, es ist ja natürlich nicht so, oder bin ich böse? Erklärt. Ich sage ja immer ganz gern, ich mache immer ganz gern alle Nebenmissionen. Das stimmt auch. Aber diese Nebenmission, ob ich sie nun mache oder nicht, ergibt mir bis jetzt keinen Sinn mehr. Ich habe mich relativ nicht maximal aufgelevelt, aber wir haben alles. Das war natürlich sehr gut. Oh. Das meinte ich damit. Okay, sich hinterm Auto denken ist nicht ganz so geil. Ja, jetzt nicht mehr Deckung. Oh Gott, jetzt nicht mehr Deckung. Doch, nicht Deckung. Ja, hallo. Ruf mal die Schwester. Hallo, ihr habt doch. Oh, wie lange brauchst du denn? Wie lange brauchst du zum Wechseln? Brauch auch nicht mehr wechseln. Problems. Ey, da. Oh Gott. Nein, ist okay. Nee, es ist irgendwie. Das sind da keine Nebenmissionen. Also, ja, gut, es sind schon Nebenmissionen, aber. Ja, keine guten. Beleid. Das sind einfach. Also. Nee. Ich hab das jetzt die ganze Zeit gemacht und ich finde, jetzt haben wir auch Bruder 3. Jetzt haben wir trainiert. Jetzt gibt es. Irgendwie geschafft, Alter, den Täter einfach auszuschalten. Diese werden gleich vielleicht noch Level 37. Oh ja, ich hab dir natürlich da vorgestellt. Oh. Was ist denn? Also das Laser und. Ja, ist gut, ist okay, haben alle verstanden. Blöde Mist, ja, ist gut. Oh Gott. Blöde Mistteil. So. Ja, das ist doch mal. Weil schon damit von loswerden. So. Jetzt konnte er nicht mehr so gut schützen, ne? So. Wechselposition.
Boah, jetzt kriegen den wir noch platt. Ja, vielleicht soll ich doch nicht, Gott. Der wäre auch erledigt. Und ja, das ist doch, dass das jetzt wieder mehr Bock macht. Okay, ich habe weitere Infos zu Juju. Ihr echter Name scheint Julie Brandt zu sein. Eine französische Aristokratin, die bei Kriegsbeginn zum Regime überlief. 1957 hat sie General Lothar Brandt geheiratet. Diese Schlampe war stramm dabei. Und von der haben wir uns einen. Holt sie euch, bevor das Regime sie zerstört, okay? Nö. Das Spiel eben gehangen. Gut. Von den anderen Widerstandskämpfern gehört. Es gab einen Hinterhalt, doch die meisten haben überlebt. Einer hat beobachtet, wie Lothar und Juju von einem Elitetrupp des Regimes eskortiert wurden. Dachte, das solltet ihr wissen. Hier rein. Den übernehme ich! Ah, Mist, ja, mein. Oh, wir haben wieder einen. Ja, als ob er mit Level 37 immer noch Gegnerteile zündet, die über einem sind. Mega krass und voll extrem, Jet. Nein. Uah. Der geht nicht mehr hin zu mir. Was? Wo ist die Pappe? Wo ist denn die? Ja. So, die. Aus. Komm schon, der gibt dich nach, ne? Was denn? Ah, fuck, jetzt sind wir noch hier drin. Das schlecht, oder? Das ist ganz doof. Aber mega cool, so. Ah. Was? Ja, so wirklich. Mensch, danke für den. Wenn die Tittet auch noch gut werden, ne? Das ist noch besser. Granate, Vorsicht!
So. Oh, was denn? Hier kann denn hier noch jemand kommen? Leute. Bundesding. Der da hinten. Wow. Ja, natürlich ist hier noch einer. So, ich wollte ihn auch nicht einen Fenster geben, aber egal. Muss ich irgendwie zerstören, komm, bin ich ganz. Ist nicht wahr, ne, dass jetzt noch jemand kommt. Es ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich gern. Oh, jetzt habt ihr die ganze. Das ist so. Tschüss. Da werden wir schon Level 38, wenn wir so weitermachen. Komm her, Schwesterchen. Oh Gott, bitte rennen. Danke. Der frisst Muni, oh Gott. Der. Kommt schon das hinten. Nicht mehr. Das ist unten. Müsste da unten sein. Ist hier unten? Jetzt ist hier unten. Hi. Rüstung hat Riesenlöcher, Jeff. Ja. Weiß es leider. Das war auf jeden Fall ein Hammermodell. Sie haben es auch so gemacht, dass du auch gegen ihn kämpfen musst. Also, ich glaube, wir wären gar nicht drum herum gekommen. Ach Gott, ey. Wir haben auch kein Leben verbraucht, ne? Hört mal zu. Juju alias Julie Brandt führte den Angriff gegen die Widerständler an, bei dem ihr Anführer Emmanuel gefangen genommen wurde. General Lothar zuliebe folterten sie ihn tagelang bis zum Tod. Diese Schweine sind grausamer, als ihr euch vorstellen könnt und müssen sterben. Ja, gut.
Mädels, der Eingang zu Labor X muss in eurer Nähe sein. Soweit ich weiß, ist er sehr gut versteckt. Also sucht die ganze Umgebung gründlich ab. Sehr gut versteckt, Alter. Nein. Labex, un loc înconjurat de un mister aparent impenetrabil. Nici măcar naziștii nu știu exact ce se întâmplă în acel loc. Am auzit multe rapoarte cum că există un grup în cadrul regimului care încearcă să pornească o revoltă împotriva organizației din Berlin, din motive necunoscute. Puținele informații care au ajuns la noi arată că ar fi chiar mai abuziv și mult mai cruzi decât naziștii dinaintea lor și mult mai periculoși. Bag mâna în foc, că Labex este locul în care se fac experimente îngrozitoare. Să-și ajute cauza și intenționează să folosească orice tehnologie creată în acel loc pentru a răsturna regimul din Berlin. Trebuie să găsim o cale înăuntru și să obținem mai multe informații, să înțelegem exact ce se întâmplă acolo. Problema este că nu știm nici măcar locația sau cum să ajungem în acel loc. Dacă cineva ar putea intra acolo, acestea sunt surorile Blaskowitz. Einzige Wort, was wir verstanden haben, war Blaskowitz. Mädels, der Geheimaufzug, der euch runter zum Labor X bringt, ist als Litfaßsäule getarnt. Wenn ihr sie findet, dann sucht nach zwei Stickern mit einem Totenschädel drauf. Wenn ihr beide Sticker gleichzeitig drückt, öffnet sich der Aufzug. Also, und das habe ich jetzt, Ich wechsle die Position! Macht sie nicht, ne? Hätte ich mal ganz kurz einen Sticker drücken, ne? Oh, ne. Macht die. Ne, das kannst du mit der KI auch vergessen. Okay. Dann werden wir sie klassisch umbringen müssen. Dann bringe ich sie. Ja, ich bringe sie um. Das dauert uns. Ich glaube, das dauert. Sind auch gefährlicher. Achso, ja, dann müssen alle sterben. Also. Müssen sie nicht, man könnte es auch überspringen, aber. Damit müsstest du schon Gehirn haben. Ja gut, da merkt man schon, wenn man sowas. Also, ich sag's mal so. Wenn man sowas. Ja, mach's kurz. Aber. Das Ding ist ja so dermaßen scheiße. Wie mache ich das überhaupt noch? Boah. Nummer 2. Mein Sohn ist platt. Den kannst du beerdigen. Ah. Muni hat zwar auch schon mal mehr gehabt, aber. Ah, sonst hätten wir es nicht geschafft. Und das kannst du halt mit der KI halt nicht machen, ne? Das solltet ihr auch wissen, also. Dann wollt ihr schon eher die Gegner ausschalten oder. Dann wollt ihr retten? No, warte langsam. Granate, Vorsicht! Hört auf mich Granaten zu werfen.
reagiere darauf sehr allergisch. So. Nächste Armee. Ausgeschaltet. Na gut. Vor aller Augen. Jetzt sind wir erst in Labor X und wir haben schon gegen ganz schön viele Gegner. Gibt es kaum Informationen über Labor X. Es ist sicher schwer bewacht, um Unbefugte fernzuhalten. Wenn ihr einen Hauptcomputer seht, nehmt die Computerschlüssel der zwei Kommandanten an euch und verschafft mir Zugriff, damit ich ihn hacken kann. Alles klar, Epster. Ja, gleich wie uns auch, oder wie? Ja, ganz toll.